Schnell, sag mir, welches Pokémon du aus diesen Emojis erkennst. Genau, es ist Krokel. Wenn du es richtig geraten hast, dann schreib's mir gerne mal in die Kommentare. Und genau diese Herausforderung stellen wir uns heute. Flo und ich haben unsere Starter ordentlich durchgemixt und geben uns pro Pokémon immer 2 Emojis als Hinweis. Und nur mit dieser Information bewaffnet müssen wir erraten, um welche Pokémon es sich handelt. Nun, am besten raten wir richtig, denn diese Pokémon sind am Ende unser Team. Pro Runde wählen wir abwechselnd jeweils ein Pokémon für unser Team aus. Und wenn wir beide jeweils ein Team aus 6 Pokémon gewählt haben, dann kämpfen wir! Wenn du dir aussuchen könntest, was für ein Emote du wärst, was für eins wärst du? Ein Käse-Emote. Ich wäre ein Baby. Boah, doch irgendwie passt das zu dir. Du bist doch eine Mischung aus alter Mann und Baby, also normaler Mann. Finde ich auch. Und deswegen passen auch die ersten beiden Emotes vom ersten Pokémon sehr gut Oha. Zu mir. Ein Baby und ein Hammer. Sind die voll entwickelt? Grundsätzlich schon. Dieses Der nicht, ne? Vor Gita-Reihe. Grand Vorgita oder wie das Ding dazwischen heißt. Das stimmt. Vielleicht. Das ist jetzt so mein Tipp, ne? Ja. Als nächstes habe ich für dich einen Blitz und einen Turm. Okay, ich habe jetzt zuallererst an Briduradon gedacht, aber theoretisch ist der ja eine Brücke. Dann gibt es ja natürlich auch noch Voltriant, aber der ist nicht im Game. Der ist für mich auch irgendwie so ein Elektroturm. Also ich würde schon sagen, dass das Briduradon ist. Was du einfach nicht auf dem Schirm hattest, dass der eine Bridge ist und deswegen Briduradon heißt. Okay. Dann kommen wir noch zum letzten Pokémon für dich. Und das ist, glaube ich, durchaus Gaspar, wobei ich das bei dem auch dachte, was gerade war. Eine Echse und ein Blatt. Echse und ein Blatt. Das Echse könnte natürlich an sich sehr Pyroyal sein, aber dann würde würdest du, glaube ich, eher eine Schlange nehmen? Maybe Gewaldro? Wenn ich das erste nehme, darf ich das voll entwickeln? Ja. Ja, ne? Natürlich. Ich sag, das zweite ist ein Legendary, aber ich nehme Grand Vorgita. Habe ich Bock drauf. Okay. Dann bekommst du natürlich auch Grand Vorgita und ich hätte gedacht, dass du Ampharos errätst, tatsächlich. Ah, ja, ich sag ganz ehrlich, so dieser Johto-Leuchtturm ist natürlich klar, wenn du es weißt, okay, aber da immer drauf zu kommen, ist, glaube ich, nicht so easy. Ist schon schwierig. Und das letzte Mal tatsächlich Gewaltro. Ich habe für dich folgendes. Pokémon Nummer 1 ist der hier. Also, die Sanduhr könnte natürlich einerseits für Boden sprechen, wegen Sand. Also, ich bin zu 100% bei Usaluna Blutmond, weil der sich ja bei Vollmond entwickelt, glaube ich. Irgendwie war es da doch, oder? Na, der entwickelt sich gar nicht. Der ist halt einfach da und taucht bei Vollmond auf. Nee, so Blutmond, ja, aber normales Usaluna muss man doch mit diesem komischen Stein bei Vollmond musst du mit dem Torfblock, Digga. Genau, Torfblock. Bei Vollmond. Torfblock. Auf jeden Fall bin ich bei dem gerade. Gibt es noch mehr Bären? Ja, gibt es. Nee, ich glaube, es ist Usaluna. Pokémon Number 2. Bitte, bitte. Geistauge. Geistauge. Zwirklob. Also, vielleicht Zwirfinst eher. Ich sag mal Zwirklob und gib mir das nächste. Ja, klar, komm. Okay, wir geben dir das nächste. Boah, den finde ich jetzt gar nicht so einfach. Ein Drache scheint klar zu sein. Totenkopf. Ich habe keine Ahnung. Drache Geist, Katapultra. Ich nehme Usaluna. Du lagst einmal richtig, tatsächlich. Okay. Und zwar mit Zwirfinst. Es ist nicht Katapultra, aber es ist natürlich nachvollziehbar, dass du an Katapultra gedacht hast. Aber es ist ein Drache, der einen Schädel quasi als Arm als Hand hat. Regidrago, genau. Ah, ja, gut, okay. Mehr um die Ecke denken Ding war das erste, denn du hast dann natürlich Sand in der Uhr. Ja. Und auf dem Bär ist quasi ein Fell. Ja. Und das macht zusammen. Sandfell. Richtig, ist Sandfell, yes. Nur was sehr vollkommen feines. Kreuzen wir die Schwerter mit einem Stern? Man weiß es nicht. Boah, das ist gar nicht so einfach. Mensch. Sieht so ein bisschen aus wie das Shiny-Symbol. Also es könnte auch Durengard sein, weil der ein geiles Shiny hat, aber das ist schon sehr weit um die Ecke gedacht. Ist der überhaupt im Spiel? Der ist auch gar nicht im Spiel. War auch ein Test an der Stelle mal wieder. Das ist, glaube ich, das erste, wo ich so gar keine Ahnung habe. Ich sag Durengard Shiny. Okay, Durengard Shiny. Schauen wir mal, ob du mit diesen zwei sehr einfachen Symbolen mehr anfangen kannst. Ich würde mal auf Silvaro tippen an der Stelle vielleicht. Vielleicht hilft dir diese Kombination, die auch sehr schwer zu erraten ist, weiter. Drache, den hatten wir ja gerade schon, und eine 3 lässt natürlich auf so Tri-Kefalo hindeuten. Das wäre ja völlig gestört. Ich glaube, das erste könnte richtig cool sein, aber ich denke, Tri-Kefalo hier einfach einzusacken, hätte ich Bock drauf. Dann bekommst du Tri-Kefalo natürlich, ist okay. Das zweite war Silvaro und das erste Galagladi tatsächlich, weil der entwickelt sich ja mit einem Funkelstein. Ja, ich weiß nicht, ob du vielleicht vorhast, irgendwie demnächst zu heiraten. Wenn ja, könnte vielleicht dieses Pokémon hier eine perfekte Option dafür sein. Richtig, Sir. Nächste. Könnte Florges sein, könnte Tressella sein. Und dieses schöne Gänseblümchen, ich sag, das ist bestimmt Kurelei. Okay, Kurelei, das Gänseblümchen-Pokémon. Ja. Wir haben als nächstes das Ding hier. Bein und ein Riesenrad. Ist das so ein Prothesenbein? Das ist schon, glaube ich, eher so ein Prothesenbein. Riesenrad?
könnte auf N hindeuten. Kyurem vielleicht einfach. Vielleicht wolltest du das so ein bisschen verstecken hinter N und weil der so auch so hässliche Beine hat und so eine halbe Prothesenmaschine ist. Ja, das wollte ich. Wenn du das schon nicht entschlüsselst, was machst du dann mit dem hier? Kohle, Hund, Monte, ja. Monte Carlo war für offensichtlich für mich. Okay, gut. Ja, was nimmst du? Ich nehme das Prothesenbein. Okay. Monte Carlo ist das Einzige, was du richtig hast. Das erste Pokémon ist keines der genannten, aber du warst auf einer richtigen Fährte. Es ist natürlich die einzig wahre Queen der Pflanzen, Fruyal. Fruyal, ja, okay. Ja, und das ist eine Metallprothese aus Eisen. Eisenrad. Einfach. Mhm. Einfach nur Eisenrad. Einfach nur Eisenrad, ja. Sei doch glücklich. Ja, ist cool. Ey, du, komm mal her zu mir. Hast du gewusst, dass du mit einem Like auf diesem Video eine geheime Funktion freischalten kannst? Bei jedem 7. Liker spawnt so eine Krokelfigur. Also fleißig liken. Letzte Runde hast du mir eine Königin mitgebracht. Nidoking. Okay, der ist nicht drin. Leterking. Schauen wir mal. Was ist das daneben? Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, ehrlich gesagt. Sag mir zumindest, in welche Richtung es geht. So, ich kann da nichts reindeuten. Das sieht für mich 1:1 aus wie Ultra-Necrozma. Es ist ein Dreizack. Dreizack? Okay, ah, okay. Dann wird es der Kingstein sein. Waxo. Was lachst du denn da schon wieder so? Nee, einfach hier. Nimm das nächste, komm. Es könnte auf Eisen hindeuten. Es könnte so auf futuristisch Metall. Miraidon? Eisendorn. Aber ich glaube, das hättest du anders dargestellt. Dialga. Briduradon wieder. Ist auch okay. Ich weiß es, to be honest, nicht. Aber es ist ein Pokémon, was ich tendenziell nehmen werde. Dann das letzte bekommst du hiermit. Das sieht nach einem Eichhörnchen und einem Blitz aus. Und dementsprechend würde ich sagen, könnte das Pachirisu sein. Ich nehme den hier Eisendrachen. Du hast absolut recht mit Pachirisu. Das erste war auch offensichtlich. Also Dreizack. Weiß nicht, was man da nicht auf Empoleon kommen kann, ehrlich gesagt. Ja, okay, das war ein bisschen lost. Eisendino ist offensichtlich Eisendorn, weil es ja Godzilla nur mit Stahlmantel. Also ist Eisendorn wirklich? Ja, ist Eisendorn. Okay, nice. Nee, finde ich cool. Dann haben wir auch das Paradox-Pokémon für diese Runde bereits eingeloggt und kommen zur leichtesten Runde für dich. Aber ich bin mal gespannt, ob du das hier direkt lösen kannst alles. Damit hier. Elektromaus. Boah, Maus ist ein bisschen schwieriger als Eichhörnchen, glaube ich, weil es mehr gibt. Könnte Deden sein, könnte Pikachu, also Raichu sein. Ja, zu guter Letzt dann das hier noch. Also bisher noch keine Banger dabei. Schildkröte und Surfy-Schmurfy. Terrapagos. Nee, Tutok. Tutok geht doch so geisteskrank im Wasser ab. Da ich die ersten beiden Trash finde und mir nicht ganz sicher bin beim letzten, aber Schildkröten alle cool, so nehme ich die Schildkröte. Damit hier richtig. Raichu, richtig. Tutok, falsch. Schade. Was ist das Surf-Pokémon? Lapras. Richtig. Das ist Lapras? Ja. Ja gut, irgendwie schon, hast recht. Nö, liebt man, nehm ich. Ich habe hier eine geisteskranke Auswahl für dich stehen. Also ohne Scheiß. Let's go. Ich habe noch keinen Geist. Das sind deine ersten. Oh, die nehme ich. Ist mir egal, nehme ich schon. Ich habe gehört, dass der in dem Format relativ gut sein soll. Ja. Leterking, ja, nur mal ums gecallt zu haben. Meteno, würde ich sagen. Das letzte ist dann das hier. Ultra Necrozma, würde ich sagen. Ich gehe für Leterking. Okay. Schön. Dann viel Spaß mit Leterking. Das letzte war Tangulus. Okay, und das mittlere war Arceus. Okay, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass man was Besseres als Leterking noch bekommen könnte in dieser siehst Runde. Siehst du, hättest du mal ordentlich geraten. Aber hätte ich auch nicht. Also, ich habe ordentlich geraten. Ich wäre ja nie weiß auf ich Arceus nicht. Gekommen. Nie wäre ich auf Arceus okay, gekommen. Okay. Ich bin mit Leterking sehr fein. Das erste gebe ich dir. Das ist quasi wie so ein Recycle-Zeichen, glaube ich. Aber okay. In der Mitte ist eine 3. Trigefalo. Ah, ich schläg Tri bestimmt. Kein Tee. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Tee und Tastfluch und deswegen sage ich es Mortipot. Dann kommen wir zum letzten. Es scheint ein sehr dunkler Drache zu sein. Das könnte auch wieder Trigefalo sein. Könnte aber auch Shiny Rayquaza sein. Oha, let's go. Und da die ersten beiden auch eh shit sind, nehme ich Shiny Rayquaza. Let's go. Schlickli war absolut richtig. Du warst mit Mortipod auf der richtigen Spur, aber es ist Fatalichar. Und davon gibt es ja eine richtige und eine Fälschungsform. Und du hattest die Fälschungsform. Welche Farbe hat Shiny Rayquaza? Schwarz. Was ist der schwarzeste Drache, der dir einfällt? Shiny Rayquaza. Zekrom, richtig. Zekrom ist aber in Ordnung, glaube ich. Ja, ich denke auch, ne? Also ist Banger-Duo, was wir hier bekommen haben. In dieser Runde hast du auf jeden Fall ein Pokémon dabei, was ein absoluter Glücksgriff wäre. Mal gucken, ob du es ziehst. Okay, eine Heuschrecke. Sehr speziell, was das Blatt bedeutet, bin ich mir nicht sicher. Also ich hätte jetzt an Zepeise natürlich gedacht, aber auch an Lextremo. Könnte natürlich auch in Richtung Matrifol gehen, weil der so, ja, so Stabheuschreckenmäßig ist. Gibt es eine Stabheuschrecke? Bestimmt.
gedacht. Weil das könnte genau das sein, was du damit ausdrücken willst. Ich sage einfach mal Matrifol. Okay. Dann wirst du vielleicht klüger aus dem zweiten. Der Adler an sich könnte natürlich so Wasserquiel sein. Aber warum die Muskeln? Kann man natürlich da rein interpretieren. Der wird bestimmt Muskeln haben, so. Und der hat auch Fähigkeiten, die ihn stärker machen. Aber ob das das Erste ist, woran du denkst? Na, es könnte Wrestlerdero sein. Der hat zwar jetzt auch nicht die krassesten Muskeln, aber der ist zumindest so Wrestler und Kampfsportler und die sollten im Normalfall Muskeln haben. Daher sage ich Wrestlerdero. Da muss ja jetzt der Glücksgriff kommen, hä? Pokémon Nummer 3 und das ist dieses hier. Erster Gedanke ist so Flugsaurier, sprich Aeropteryx, aber der ist, glaube ich, nicht im Game. Der sieht auf jeden Fall schon am mächtigsten aus, so. Es könnte Donnersichel sein. Weil da, glaube ich, eher so einen Mond genommen hätte, so einen Halbmond, aber Ich glaube, ich gehe für das Letzte. Auch wenn wieder die Gefahr ist, dass ich mir einen zweiten Drachen hole, aber to be honest, man kann nie genug Drachen haben. Tatsächlich holst du dir einen zweiten Drachen diesmal wirklich. Aber erstmal dodgst du Matrifol. Die Muskeln standen auch weniger für Muskeln als für Mut. Es ist Staraptor. Okay, ja, cool. Ah ja, muss das Letzte der Glücksgriff sein. Matrifol war der Glücksgriff. Ach komm, mach jetzt. Er ist Koraidon. Ja, hab ich doch gesagt. Hab ich doch von Anfang an gesagt. Ja, hier. Ein Schmetterlingscroissant? Wirklich? Ist doch quasi Koraidon, oder nicht, hä? Ein französischer Schmetterling, Vivillon. Bisschen rassistisch, aber okay, weiter. Pokémon Nummer 2. Eine Regenbrücke. Priduradon. Ja, machen wir es mal eine Stufe härter. Okay. Pfeil und Bogen, männlich, weiblich. Superschütze, Seepferdchen. Seedraking. Ich nehme Priduradon. Deine Erklärung für Seedraking kaufe ich eher ab, als das, was wirklich dahinter steckt. Also fand ich sehr, sehr stark. Vivillon ist komplett richtig. Das Pokémon, was sich hinter dem Pfeil und Bogen und männlich-weiblich weder männlich, Galagladi, noch weiblich, Gardevoir, sondern irgendwas dazwischen ist der Eisenkrieger. Und du bekommst Priduradon. Ah, okay. Auch in der letzten Runde habe ich nochmal einen Banger-Auswahl für dich. Zuerst mal dieser Kollege hier. Ein Glas Milch ist auf jeden Fall verdächtig. Kann natürlich alles so in Richtung Hokumiel Pokosan sein. Wobei, sind die im Game? Doch, ich glaube, die sind im Game. Miltank natürlich. Ja, aber es passt irgendwie alles nicht so krass gut zum ersten. Außer, das soll einfach nur eine Süßigkeit sein. Wenn dem so ist, würde ich behaupten, ist das Pokosan. Pokosan, okay. Dann schauen wir mal weiter, ob du damit mehr anfangen kannst. Das ist ein Spiegelzauberer. Doch Hooper sehe ich am ehesten, dass der Spiegel so ein bisschen so ein Portal darstellen soll. Und dann Zauberer halt wegen seiner Fähigkeit. Pupi Pupi. Boah, Dino und Regen. Ein Wasserdrache. Und es wird nicht Seedraking sein. Windeboge wahrscheinlich, oder? Die Frage ist jetzt, möchte ich Koraidon, Eisendorn, Trikefalo... Interkling, Granfogeta sind ja auch irgendwie noch so Drachen. Und Windewoge. Ich werde es bereuen, ich nehme den Zauberer. Der Wasserdrache, der Regendrache, eigentlich offensichtlich, weil es nur einen Drachen gibt, der sich bei Regen entwickelt. Ah, Viscugor. Richtig, es ist Viscugor. Das erste, das sind nicht einfach irgendwelche Süßigkeiten, das sind Mochis. Milch ist Gift. Milch ist Gift. Ach, oh mein Gott. Infamumo oder? Ja, Infamumo. Ja, okay, okay. Der Zauberer ist kein Zauberer, ist eine Hexe. Und der Spiegel deutet auf die Fähigkeit hin. Magiespiegel. Es ist Celebrimbor. Ja. Ich denke, mit Celebrimbor kann man schon gehen. Willst du was Krasses haben oder eher nicht so krasses? Boah, nee, eher was nicht so krasses. Dann gibt's das hier für dich. Zunge böse, Zunge Dämon. Urangar? Warte mal. Zunge und dieses böse Dämon-Dings. Bämon, Pelzebub-mäßig. Aber könnte für Strolch stehen. Also würde ich schon sagen, Urangar. Dann haben wir jetzt als nächstes das hier für dich. Zum Träumchen. Boah, ich hab gar nichts dazu im Kopf. Ist auch ein bisschen um die Ecke, muss ich sagen. Eiffelturm, Leuchtturm. Beides passt. Könnte das was mit Carlos zu tun haben? Illumina City, Illumina. Boah, nee, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich sag jetzt einfach mal, das ist Shaymin. Dein letztes Pokémon und auch ja. Das letzte Pokémon generell. Lasst doch mal fleißig einen Daumen nach oben da. Für den hier. Boah, eine kalte Katze. Ach du Scheiße. Baojian, weil so Eiskatze. Und ich würde sagen, ich nehme Ulaangar. Dann haben wir so Celebrimbor und Ulaangar, das wäre cool. Lösen wir erstmal Baojian auf, denn ja, das ist nicht nur eine kalte Katze, sondern auch eine umherbibbernde, zitternde, baggende Katze. Ja. Okay, ja. Kommen wir zum Turm. Ja. Okay, du hast gesagt Eiffelturm, Leuchtturm. Beides möglich. Leuchtturm, Johto, Eiffelturm. Mega. Und eine Blume. Machen wir daraus? Meganie. Na gut, okay. Ja, und es ist nicht Ulaangar, aber es ist, glaube ich, ein sehr cooles Pokémon. Also ich hätte es gerne gehabt. Wobei, wenn ich mir mein Team mal gucke, nö. Gengar. Gengar. Ja, die Zunge. Okay, also, ja. Ja.
Leute! Welche Emote-Kombination hat euch am besten gefallen? Schreibt es in die Kommentare und wir gehen jetzt ab in den Kampf. Bam! Ja, aber gefällt mir der Lied. Dauerschlaf. Dauerschlaf? Ich wollte nur mal ein bisschen so Sets schon mal scouten, weißt du? Mal angucken, was du hier so heute mit dabei hast. Turbobrand. Okay. Also ich habe eine schlechte Nachricht vielleicht für dich. Eine schlechte? Ja, unter Umständen. Ich bin Terrakampf. Und das ist eine Kampfattacke. Und damit kann ich ja deinen Meteorstrahl resisten. Okay, aber ich... scoutet habe. Gehe ja nicht auf dich. Ich glaube, das ist fein. Dass okay. du Energie kommst, das habe ich mir schon fast gedacht bei dem Set. Uiuiuiui. Okay, ja, das ist schlecht. Meine Fähigkeit ist nicht so schlecht. Kleiner Tipp, es ist nicht Mentalkraft. Na. Kleiner Tipp, ich habe diese Fähigkeit zweimal im Team. Okay. Terrast du in eine Kampfschwäche? Nee, hä, bist du wahnsinnig? Boah, das wäre ja geisteskrank geil. Bist du dumm? Oh. Bisschen scary ist der jetzt schon. Okay, du bist Sternschauer. Ja. Hast du. Ist das sehr effektiv? Ja, ne? Ja, ja, ich wusste es. Ich wusste es doch. Okay, Raufturbo, der wird aber trotzdem Unmengen Schaden machen. Das ist gerade gar nicht so angenehm. Ich baller dich einfach um. Du warst sogar das schnellste Mon, ne? Mhm. Ich wünschte, ich hätte Energiekraut. Okay, Meteorstrahl auf den. Überlebe ich das? Ja, das ist. Aber mein Sternschauer dazu nicht mehr, glaube ich, oder? Boah, vierfach resistet? Solange ich halt wenigstens einer den Meteorstrahl tankt und Sternschauer Split Damage nur ist. Let's go! Raus mit dir, Sir Alex Miles. Ich brauche dich noch. Das habe ich mir fast gedacht, dass der sich jetzt erstmal zurückzieht. Hält her. Na. Ich glaube, der wird das ganz gut wegstecken können, leider. Na, geht so. Ist okay. Spätstef ist nicht so krass von dem. Junge, der dritte Meteorstrahl einfach, ne? Also, ich muss sagen, dafür, dass es immer so eine Aufladeattacke ist, die man sehr predikten kann, macht mich das ein bisschen fertig. Aua. Ja, gefällt mir gar nicht. Wird nicht viel Schaden machen, aber Burn nehme ich halt mit. Burn wäre crazy unfair. Nee, wäre crazy gut. Oh, nee, du wirst nicht burnen können. Warum? Hast du Fähigkeit? Ja. Oh. Nee. Oh. Aua. Letzte Ehre. Oh mein Gott, der überlebt. Ja, free. Aber ich überlebe auch. Ja. Oh, wobei... Oh mein Gott. Ich lebe! Oh mein Gott, ist das ein enges Ding hier gerade. Alter Eifelbeere! Oh! Sauberschein! Wow! Aber weißt du, was krass gewesen wäre? Irgendwie sowas, womit ich mich selbst getötet hätte. Um letzte Ehre nochmal zu boosten. Zitronenbeere einfach? Ja. Ja, okay. Säurepanzer. Okay, das ist gewagt. Ja. Okay. Oh mein Alter, Gott. Der tankt das auch. Oh mein Gott, was für ein Biest. Junge, was für ein Loser dieser Kuradon ist. Dann gucken wir mal, ob wir immer die richtige Seite kopieren, ne? Wenn ich jetzt Lapras wäre, raste ich aus. Wer zu Lapras, bitte. Oh, ist das geisteskrank. Let's go. Trinkfado ist schneller. Kann ich ja nicht mehr gesagt. Trinkfado hat halt auch nur einen physischen Angriff, ne? Der hat richtig viele geile Moves, aber nur einen physischen. Der reicht ja aber auch! Der reicht tatsächlich. Also ja. Ich glaube, da werde ich durchkrachen. Nice! Ey, aber spannendes Match! Aber in dem Video hier gab es ein spannendes Match, also schaut da unbedingt rein. Da haben wir krank viele Shinies gehabt. Holy shit!